Hallo und willkommen. Mein Name ist Martin Kratke. Ich bin einer der Gründer von Acteris. Wir spezialisieren uns auf Planungs- und Performance-Management-Lösungen rund um Power BI, Azure und Excel. Ich möchte Ihnen jetzt hier zeigen den gesamten Prozess von Datenintegration zu Beginn, wo Sie die Daten, die Ist-Daten typischerweise von den Vorsystemen laden in das Planungsmodell und dann die Frontend-Seite, wo Sie die Planungseingabe-Reports, aber dann natürlich auch die diversen Analysen verwenden können. Und hier werde ich mich vor allen Dingen auf Power BI konzentrieren und aber auch kurz zeigen, wie es mit Excel funktioniert. Wir verwenden dabei die Acteris-Lösung. Acteris ist eine Lösung, die sich mit SQL-Server, Azure und Excel integriert und hier automatisch die Bereiche Planung, Konsolidierung, Modellierung, Forecasting abdeckt. Zu Beginn können Sie mit Acteris komplett automatisch das Datenmodell erstellen, wenn Sie eine der Standardlösungen haben, die Acteris supportet. Mit der generischen Acteris Instant Link Funktionalität fast jede andere Datenquelle sehr einfach zu Ihrem Planungsmodell hinzufügen, und das ist dann typischerweise in der Cloud gespeichert, in Azure SQL. Sie können aber auch Ihren eigenen SQL Server On-Premise verwenden. Mit dieser SQL Datenbank bietet Acteris dann eine Planungsengine an, wo die User ihr Modell modellieren können, das aber auch die gesamte Planung managt, also die Multi-User-Dateneingabe von Power BI, Excel oder anderen Applikationen mit der Acteris API. Können Sie sehr, sehr große Planungsmodelle auch abdecken, da Acteris auf SQL-Server aufbaut, wo Sie also hunderte, tausende User verwenden können, die also eben auf der Datenbank arbeiten, und mit der Skalierbarkeit von Azure haben Sie da eigentlich fast keine Grenzen, wie groß Ihre Planungsmodelle sein können. Zu Beginn ganz kurz, wie sieht der Start aus? Mit Acteris geht das sehr einfach. Sie können sich innerhalb von 2 Minuten bei Acteris anmelden, also als Cloud-Lösung, und können dann da sofort Ihre Modelle aufbauen, die in SQL-Server gespeichert werden. Also wir sehen hier schon ein paar Modelle, die hier definiert sind. Wie gesagt, das ist entweder möglich über die generische Instant-Link-Funktionalität, wo der Anwender seine Quelle auswählt und dann die entsprechenden Dimensionen einfach verlinken kann, oder über fix und fertige Standardlösungen, wo also Acteris im Moment 10 Vorsysteme unterstützt, und hier ist also einfach mit dem Hinzufügen-Button die Daten von einem oder mehreren Unternehmen hinzufügen können. Sie haben also auch dann automatische Konsolidierung bei ERP und Buchhaltungssystemen, beziehungsweise eben dann die relevanten Daten von anderen Systemen, wie zum Beispiel HubSpot als Marketing-System. Das erstellt ein automatisches Datenmodell, also ein Standard-Star-Schema Data Warehouse, das Sie dann sofort in Acteris verwalten können. Also da würden dann hier die Dimensionen automatisch generiert werden und auch die Cubes. Die Cubes sind aber in Acteris alle auf Basis von relationalen Tabellen. Also Sie sehen hier, ich habe jetzt hier die Tabellen, die also bestimmte Dimensionen verwenden, und die sind in einem Star-Schema-Format verlinkt. Der Anwender hat aber dann die Möglichkeit, das komplett zu editieren. Das möchte ich Ihnen auch gleich jetzt direkt zeigen anhand eines sinnvollen Beispiels. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf die Konto-Dimension gehe, die kommt im Moment aus der AdventureWorks Standard-Datenbank von Acteris, und hier möchte ich Ihnen zeigen, wie einfach es ist, das zu modellieren. Ich sehe also hier, ich habe jetzt hier den Kontonamen und dann diverse andere Ebenen in dieser Dimensionstabelle, und ich möchte jetzt hier das Ganze aber jetzt editieren als End-User, ohne dass ich mich irgendwie mit Excel auskennen muss. So, ich möchte jetzt hier also eine neue Spalte hinzufügen, das nenne ich jetzt hier Deutsch. Ich habe also hier jetzt meine neue Spalte. Jetzt könnte ich hier theoretisch sagen, ich editiere es jetzt direkt hier, zum Beispiel das wäre jetzt ein Liabilities Account, und könnte jetzt dann hier sagen, das sind die Verbindlichkeiten. Das ist aber natürlich relativ aufwendig, und das geht also mit Acteris viel einfacher, und zwar in dem Tool, das der typische Finanzuser schon verwendet, nämlich Excel. Und wechsle jetzt einfach zu Excel, habe also hier jetzt mein Excel, ganz normales Excel, allerdings
ist das Actaris Add-on installiert, das mir jetzt die Möglichkeit gibt, dass ich mich also auf die Datenquelle verbinden kann. Ich kann mich also hier einloggen mit meinem Benutzernamen und habe dann die Rechte auf die entsprechenden Teile des Data Warehouses oder des Tarnungssystems oder Konsolidierung oder was auch immer sie hier verwalten, die mir zugeordnet worden sind. Ich bin jetzt also hier verbunden und kann jetzt zum Beispiel hier auf das Datenmodell zugreifen. Ich kann sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel die Kontendimension hier verwenden und sehe jetzt hier diese neue Spalte, die wir im Data Warehouse sehr einfach direkt im Browser hinzugefügt haben. Und kann die jetzt einfach sofort hier bearbeiten. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die einfachste ist, wenn ich mir einfach jetzt hier die, zum Beispiel die Account-Gruppe nehme, Copy und Paste, wechsle zu Google Translate und gebe dann jetzt hier einfach meinen Text ein und den hätte ich ganz gerne auf Deutsch übersetzt. So, jetzt habe ich das hier. Das kopiere ich jetzt einfach. Gehe wieder zurück zu Excel und füge das einfach in Excel jetzt hier ein und habe jetzt also meine ganzen Daten direkt hier. Google hat es hier Balances als Guthaben übersetzt. Das macht natürlich nicht wirklich Sinn, deswegen werde ich das jetzt einfach hier austauschen und sage jetzt hier, ich hätte gerne Guthaben übersetzt als Saldo. So, habe das also überall jetzt hier ausgetauscht und das Einzige, was ich hier machen kann, ich schreibe es jetzt zurück und habe damit jetzt das Data Warehouse und die Dimension automatisch abgedatet. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe und da jetzt hier auf Refresh drücke, sehe ich jetzt sofort meine neue Dimension mit der deutschen Übersetzung für meinen Kontenplan. In dieser Art können Sie Ihre Datenmodelle erstellen. Ich zeige es Ihnen ganz kurz, wir hatten jetzt gerade die Dimension. Ich kann jetzt sofort hier ein neues Modell erstellen mit den Dimensionen, die ich brauche. Zum Beispiel kann ich jetzt hier sagen, ich hätte jetzt gerne diese Kontendimension, die wir gerade hatten. Ich möchte dann noch die Szenario hier haben. Typischerweise wird es ein Datum geben. Und vielleicht noch die Kostenstellen. Und das wird Ihnen automatisch ein Datenmodell erstellen. Was jetzt passiert ist, ich habe jetzt automatisch ein Star-Schema Data Warehouse erstellt. Das hat die relationale Tabelle neues Modell WB für Writeback und verwendet diese vier Dimensionen. Wenn ich mir das in SQL Server ansehe, sehe ich also ganz genau diese neue Faktentabelle, Cube neues Modell WB, mit den entsprechenden Dimensionen. So, hiermit haben wir jetzt eine neue Faktentabelle generiert, Cube underscore neues Modell WB, also eine ganz normale relationale SQL-Tabelle mit vier Dimensionen, die automatisch hier die Relationships auch haben. Und das ist ganz normal ein SQL-Server, eine ganz normale Tabelle. Also hier sehen wir jetzt, das ist in dem Fall Azure SQL Server, das läuft aber genauso auf On-Premise SQL Server, wo ich jetzt hier die neue Tabelle sehe, die ist im Moment natürlich komplett leer, die aber mit den entsprechenden Dimensionen, die wir vorher verlinkt haben, schon automatisch verbunden ist. Ich kann also hier sehen, die Dimensionen, die also hier mit dem Modell verbunden sind. Und in dieses Modell werden dann die Plandaten, können Sie automatisch eingeben, entweder in Power BI oder eben in Excel, und das schauen wir uns jetzt kurz weiter an. So, was wir jetzt hier sehen, ist der Power BI Report, der beruht auf der gleichen Datenquelle, die wir vorher gesehen haben. Das heißt, die SQL-Datenbank, die Actaris automatisch managt mit all den Tabellen. Wir sehen hier auch das neue Modell, das automatisch schon mit den Dimensionstabellen, die wir verwendet haben, verbunden ist. Und wir haben also hier die typischen Power BI-Features, aber auch ein paar Dinge, die Actaris inkludiert. Zum Beispiel das Variance Visual, das also Abweichungen managt, und das Kommentar Visual. Das Abweichungsvisual zeigt mir an die Performance in diesem Fall von meinen Konzerngesellschaften. Ich sehe also hier die Key Metrics, die ich verwende für alle Gesellschaften in meiner Gruppe. Ich sehe also sofort, wo läuft es weniger gut, wo läuft es gut. Wenn ich den Mauszeiger hinbewege, sehe ich automatisch die Abweichungsanalyse, was beeinflusst diese Abweichungen. Also, automatisch sortiert nach Relevanz.
Ich kann hier umschalten zwischen absoluter Darstellung oder relativer Darstellung. Ich kann hier den Drilldown machen zu näheren Details, wenn ich jetzt zum Beispiel sehen will, wie sieht das mit den entsprechenden Umsatzkonten aus, kann ich jetzt hier auf die Detailebene heruntergehen. Und ich kann auch hier direkt schon planen, also wenn ich zum Beispiel jetzt hier das Budget für die Intercompany Sales verwenden will, kann ich so hier einfach durch Drag and Drop den Wert verändern, und wenn ich will, kann ich den hier auch gleich sofort speichern. Mit den Kommentaren ist es ähnlich. Das heißt, wenn wir hier jetzt wieder zurückgehen auf die Summenansicht, damit wir auch ein bisschen sehen, wie die Interaktion aussieht. Also wenn ich jetzt hier auf ein Element anklicke, ändert sich jetzt alles, dass ich nur mehr die Details für diese Gesellschaft sehe, auch die Kommentare. Und die kann ich auch hier direkt editieren. Ich kann also hier jetzt Kommentare filtergesteuert direkt eingeben mit diversen Formatierungsmöglichkeiten. Ich kann Links hinterlegen und so weiter. So, hier sehen wir jetzt eine typische Planungsmatrix basierend auf dem Actarius Matrix Visual. Die User können hier den Drilldown machen in Zeilen und in Spalten. Das ist zum Beispiel in der normalen Power BI Matrix nicht möglich. Dann haben wir einige Filter, einige normale Power BI Visuals und das Actarius Comment Visual. Plus ein paar andere Funktionalitäten, um das Modell zu editieren, Daten zu kopieren und Tasks zuzuordnen. Die Anwender können jetzt hier sofort Daten eingeben. Sie sehen, wo sie eingeben dürfen. Das ist grau hinterlegt. Ich möchte hier jetzt die Returns and Adjustments auf 7000 steigern. Sie sehen also jetzt, dass die Summe sich erhöht hat. Ich kann jetzt nicht nur diese einfachen Eingaben machen, sondern ich habe also eine weite Auswahl an Möglichkeiten, wie ich die Daten eingeben kann, die dieser hier auch jederzeit sehen kann mit seinem Prefix. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt hier nicht auf einer Basisebene, sondern die gesamte Summe erhöhen, und da brauche ich nur I für Increase einzugeben, I 10%. Und Actarius automatisch erhöht jetzt die Werte und alle abhängigen Transaktionen, sodass das neue Ziel erreicht wird. Das heißt, wenn ich jetzt hier mir ansehe und den Drill dann mache auf die untergeordneten Ebenen, sehe ich sofort, wie sich die erhöht haben. Ich sehe jetzt also die 10% Erhöhung bei dem Wert, den wir vorher gegeben haben. Das funktioniert auch zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt den gleichen Wert haben für den Rest des Jahres und gebe jetzt hier einfach ein R-7000, und erkläre es jetzt automatisch diesen Wert für den Rest des Jahres zurückgeschrieben. Ich kann das speichern und sehe dann sofort, was die Auswirkungen sind, natürlich auf all die abhängigen Variablen, die ich in Power BI definiert habe. Ich kann jetzt hier auch zum Beispiel kommentieren, kann jetzt sofort einen Kommentar eingeben, Budget erhöht. Und das wird automatisch zu diesem Datenpunkt gespeichert. Das war also eine kurze Übersicht, wie das für den Anwender aussieht. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, wie komme ich zu diesen Dateneingabeformen? Und das geht eben sehr einfach. Mit Power BI funktioniert genauso wie alle anderen Power BI-Elemente. Ich habe also hier das Actarius Visual mit den entsprechenden Eingaben, die das erfordert, eben typischerweise die Felder meines Datenmodells. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Hierarchie von Account-Gruppe zum Account. Und das ist das Einzige, was der Anwender hier tun muss. Also er definiert seine Hierarchie hier, seine Hierarchien hier und dann die Measures, die er verwenden möchte. Und was ich jetzt auch machen kann, das bringt uns zurück zu dem, was wir ursprünglich gemacht haben, ich kann jetzt hier einfach sagen, ich möchte jetzt gerne das Ganze auf Deutsch sehen, mit dem neuen Element, das wir vorher gerade kreiert haben, ziehe das einfach hier in meinen Bericht hinein und habe dann sofort die deutsche Übersetzung für diesen Bericht. Das kann natürlich dann abhängig sein, wieder von einem Filter, dass das automatisch geändert wird, und habe also hier automatisch die deutsche Übersetzung innerhalb von einer Minute. Und was wir hier auch dann sehen, ich könnte jetzt auch sofort die Daten von meinem neuen Modell verwenden. Also wenn ich mir jetzt hier ansehe, hier sehen Sie das neue Modell mit den entsprechenden Dimensionen, das wir vorher definiert haben, das ist auch sofort verfügbar, und Sie können damit Ihre Planungsberichte sofort erstellen. So, hier haben wir jetzt ein etwas weiterführendes Beispiel für treiberbasierte Planung. Wir haben also hier diverse Treiber, in dem Fall Absatzmengen, Preise, Gesamtumsatz, Deckungsbeiträge,
Zollsätze, Währungskurse und das Actaris-Kommentar-Visual. All diese Visuals, ganz normale Power BI und dann eben die Actaris-Visuals, arbeiten komplett miteinander und interagieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Datenpunkt klicke, sehe ich sofort, wie sich hier die anderen Treiber ändern. Und ich kann jetzt mit Actaris auch hier komplett planen. Das heißt, ich kann jetzt direkt an diesen Datenpunkten ziehen, sehe sofort, wie sich jetzt die Gesamtmenge verändert und was auch dann die neue Varianz ist zu einem Vergleichswert, den Sie ganz einfach im Visual definieren können. Wenn ich damit jetzt happy bin, kann ich das zurückschreiben in die Datenbank und sehe dann sofort, was die Auswirkungen sind auf all die anderen Treiber bzw. Metriken, die ich hier im Bericht verwende. Ich sehe jetzt hier, dass sich mein Umsatz auf 504 gesteigert hat und dann alle anderen Auswirkungen ebenso. Ich kann jetzt hier auch die normale Matrix verwenden, also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier den Preis verändern möchte, kann ich den jetzt direkt hier eingeben. Oder sehe jetzt auch da sofort, was sind die Auswirkungen und kann schlussendlich das auch kommentieren und zu diesem Datensatz speichern. Das ist also ein kurzes Beispiel für treibergesteuerte Planung mit den Actaris Visuals, komplette Flexibilität. Ich kann also hier jedes Element des Power BI Datenmodells verwenden, mit den unterschiedlichen Visualisierungsaspekten, die Actaris liefert. Das können also Linecharts sein, Balken, Flächen und so weiter. Und direkt mit allen anderen Power BI Elementen interagieren. Das kann natürlich auch mit den verschiedensten Szenarien passieren. Ich kann also das in unterschiedlichen Szenarien abspeichern, ich kann Szenarien kopieren, ich kann neue Szenarien definieren, wenn ich will. Das nächste Beispiel, das ich kurz behandeln möchte, ist Personalplanung. Hier sehen wir jetzt den Bericht zur Personalplanung. Wir verwenden hier ein anderes Actaris Visual, diesmal ist es das Actaris Table Edit, das ist Ihnen erlaubt, relationale Tabellen und in Zukunft auch fast alle anderen Datenquellen direkt in Power BI zu editieren. Wir sehen also hier die Details von allen Mitarbeitern mit Namen, Gehaltsbestandteilen, Startdatum und so weiter. Und ich kann das also hier direkt von dieser Tabelle entweder neue Mitarbeiter anlegen und dann zum Beispiel all deren Details hier direkt verwalten. Ich habe dann die neuen Details sofort hier, die sind dann direkt in der relationalen Datenbank und ich kann dann auch sofort sehen, wie sich das auswirkt. Ich sehe jetzt, dass der Headcount hier zum einen erhöht worden ist und ich könnte dann sofort auch dann alle Gehaltsbestandteile hier eingeben, entweder auf der kopierten Ebene, in dem Fall wäre das eine Kostenstelle, also ich kann jetzt hier direkt editieren auf der gesamten Kostenstelle, oder dann eben runter in die Details gehen, dann hier das Jahresgehalt eingeben und modifizieren, um das auf 120.000 zu ändern, oder das Ganze im Detail zu machen auf Monatsbasis, wo ich dann zum Beispiel Boni und so weiter direkt hier auf Monatsbasis eingeben kann, auf jeder Ebene, wie ich es benötige. In der Form können wir also alle anderen Details des Planungsprozesses verwalten und simulieren und planen. Was ich noch kurz zeigen möchte, ist der Audit Trail, also alles, was hier in Actaris bzw. in Power BI passiert, wird dokumentiert und wird protokolliert. Ich kann also genau sehen, was ist wann passiert, also zum Beispiel den neuen Cube, den wir erstellt haben, ist alles hier direkt aufgelistet. Ich kann dann auch danach suchen, kann zwischen unterschiedlichen Modellen navigieren, kann das auf Zeiträume einschränken, wie es in Power BI funktioniert, weil das eine ganz normale relationale Tabelle ist, wie alle anderen auch. Also die ganzen Protokolle über die Eingaben, über die Verwendung des Modells werden in einer ganz normalen relationalen Tabelle gespeichert, wie alles andere. Und dann zum finalen Punkt. Also was wir hier haben, ist eben ein Dreiweg-Forecasting. Das heißt, es inkludiert eben die operativen Bestandteile, die GMV, die Bilanz
und dann schlussendlich den Cashflow. Also hier sehe ich jetzt den typischerweise finalen Bestandteil der integrierten Planung. Das ist eben der Cashflow, also aus all den Dingen, die wir jetzt hier durchgegangen sind, von operativer Planung, Salesplanung, Driver, treiberbasierter Planung, der Personalplanung, CapEx und so weiter, sehe ich jetzt hier, was sind die Cashflow-Implications. In dem Fall sind wir Gott sei Dank über der roten Linie, also wir haben genug Cash. Im schlimmsten Fall sollte es hier also negativen Cash geben, haben wir die Möglichkeit, auch dann hier direkt mit Actaris die Kreditlinien zu verwalten. Ich sehe also hier Kreditlinien und kann jetzt ähnlich wie zuvor neue Kreditlinien anlegen oder bestehende Kreditlinien simulieren und verändern. Ich kann zum Beispiel hier dann die Summen erhöhen und alles hier editieren wie benötigt, und das wird dann automatisch im integrierten Unternehmensplanungsmodell berücksichtigt und wirkt sich dann also auf die jeweiligen anderen Bestandteile aus, von Cashflow, Bilanz und so weiter. Zuletzt möchte ich Ihnen noch ganz kurz die Excel-Integration zeigen, mit der Sie all die Funktionalitäten, die Sie in Power BI haben, auch von Excel machen können. Also zum Beispiel Szenarien kopieren, Daten einzugeben auf allen Ebenen, die dann automatisch ins Datenmodell zurückgeschrieben werden. Vielen Dank fürs Zusehen. Für weitere Fragen und einen kostenlosen Test besuchen Sie bitte unsere Website, diearbeits.com.